Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen SG Active Trading Webinar. Heute unter dem Titel Markttechnik und Trading habe ich hier Birgit Klein und Sebastian Hoffmann von PrimeQuants. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier in der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine und kümmere mich dabei noch um die Webinare. Heutiges Thema: neue Jahreshochs, alte Zinssorgen. Wir haben gesehen, der DAX verzeichnet ja in den letzten paar Tagen fast täglich neue Jahreshochs. Auf der anderen Seite drücken die Zinssorgen die Wall Street ins Minus. Aber auch hier in Deutschland oder auch in Europa sehen wir steigende Zinsen, was generell ja eher schlecht für die Aktienmärkte sind. Und wie das zusammenpasst, werden wir heute hier diskutieren und kommentieren. Bevor ich an die beiden Kollegen das Mikro übergebe, ganz kurze Risikohinweise von unserer Seite. Dieses Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Die hier besprochenen Produkthinweise zu denselbigen erfolgen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Wir machen hier keine Anlageberatung. Hebelprodukte beinhalten ein hohes Risiko. Also vor allem das Totalverlustrisiko bei Erreichen des Knockouts, bei Turbos oder der wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen am Ende der Laufzeit, wenn diese nicht im Geld liegen. Und zu guter Letzt müssen wir auch über das Ausfallrisiko der Emittenten reden. So, ganz kurz zu uns. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an, beziehungsweise mich oder meine Kollegen. Die Telefonnummer finden Sie hier. Ansonsten können Sie auch mit uns chatten, beziehungsweise Ihnen eine E-Mail schreiben. Weitere Webinare finden Sie unter ideas-webinar.de. Und ja, ansonsten viele Newsletter. Wir haben ein kostenfreies Magazin und auch einen Börsen-News-Kanal, den Sie abonnieren können. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie durch. So viel nun von meiner Seite. Und ich übergebe an die Kollegen und freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Abend, Birgit. Schönen guten Abend, Sebastian. Ja, hallo mein lieber Holger, einen schönen guten Abend auch dir und hab vielen lieben Dank für das tolle Intro. Den Schwung nehme ich natürlich direkt auf und mit ins weite Rund. Einen schönen guten Abend an alle da draußen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Schön, dass ihr alle da seid. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen natürlich auch an die Market Mover LeserInnen, die eventuell sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sein. Wir haben jede Menge vorbereitet, wie immer. Und du hast es gerade schon angekündigt. Wir schauen natürlich auf den DAX, der sich von einem Jahreshoch zum nächsten schiebt. Wobei, die Spannung kann ich gleich schon mal auflösen. Heute hat es nicht gereicht für eine neue Bestmarke. Warum, wieso, schauen wir uns gleich an. Denn du hast es auch schon gesagt, die Wall Street wirkt so ein bisschen bremsend. Und was das für die kommenden Wochen bedeuten könnte, das wollen wir heute Abend unter anderem analysieren und natürlich auch den Blick auf den Goldpreis. Denn wie war das noch gleich mit dem Inflationsschutz? Das wollen wir uns auch noch mal anschauen, denn da könnten die Zinssorgen, die neu aufgeflammten, der Fed-Chef Jerome Powell hat ja gestern eine relativ falkenhafte Rede gehalten und da eben angekündigt, dass das ja das Zinsniveau eben noch nicht passt, noch nicht ganz passt. Und damit haben die Märkte an der Wall Street auch entsprechend reagiert. Das schauen wir uns an. Und wenn ich wir sage, dann ist klar, wer hier an meiner Seite sitzt. Sebastian, schön, dass auch du heute Abend hier bist. Hallo Birgit, hallo Holger und natürlich ein Hallo in die Runde. So, jetzt kannst du das Mikro eigentlich schon behalten, weil wir starten. Holger, kannst du mir kurz sagen, ist unser Bildschirm zu sehen? Der sieht wunderbar aus. Das ist großartig. So soll das sein. Das ist der erste Pluspunkt des heutigen Abends. Dann starten wir nämlich mit dem Dow Jones. Ja, genau. Also kurzer Blick auf die Charttechnik. Der Dow läuft eigentlich seit Mitte November seitwärts unter ein paar Schwankungen, also durchaus Volatilität geht es um die Volumenspitze, also um das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im Jahr 2020. Das ist hier das rote Level. Dort auf diesem Niveau kam das meiste Handelsvolumen bislang zustande. Klassischer Widerstand, der nicht so leicht übersprungen werden kann. Auch das haben wir wieder gesehen. Recht mustergültig. Es ließ sich dann zuletzt ein Dreieck konstruieren. Das wurde nach unten aufgelöst.
hat dann jetzt am Montag bremsend gewirkt. In der Spitze sind wir dann nochmal rangelaufen und dann gestern, du hast es erwähnt, doch durchaus überraschend, dass dann nochmal das Thema, ja, doch neue Zinserhöhung oder deutlichere Zinserhöhung nochmal auf die Tagesordnung kam. Der Markt war ja eher so, ja, okay, jetzt kommt die Bremse, jetzt macht man da mal einen Stopp, eine Pause, was ja zuletzt auch vor allen Dingen die Kurse ein bisschen beflügelt hat. Und ja, da jetzt das Gegenteil. Und das hat man gesehen, die Märkte haben sofort reagiert. Dow Jones hat gestern 1,7% verloren. Für Nasdaq ging es 1,2% nach unten. Und aus charttechnischer Sicht kann man natürlich jetzt damit rechnen, dass hier nochmal eventuell die 200-Tage-Linie dann tatsächlich auf den Prüfstand gestellt wird. Die verläuft momentan bei 32.387 Punkten. Man könnte das Ganze aber auch, wenn man jetzt sagen würde, dass das Dreieck hier keine große Rolle spielt, auch noch so als ja eine Art Konsolidierung, Art größere Flagge interpretieren. Wäre auch noch möglich. Nichtsdestotrotz, auf der Oberseite müsste eigentlich jetzt der Sprung mindestens über 34.000 Punkte, also über das Volumenmaximum. Eigentlich müsste aber das August-Top bei 34.281 überboten werden. Und du erinnerst dich, das hatten wir genau im letzten Webinar auch schon so. Das stimmt, da hat sich quasi nicht viel getan. Aber was natürlich zu bemerken ist, ist, dass tatsächlich der Dow Jones mittlerweile eine negative 2023er-Bilanz aufweist. Im Gegensatz beispielsweise zum DAX, den wir uns gleich noch anschauen. Aber das war so ein bisschen interessant, weil wir hatten ja im Januar, ging es ja 2,8% nach oben. Und da war eigentlich so klar, ja, da gibt es jetzt so eine richtige Jahresanfangsrallye. So klassisch war ja auch dieses wirklich schlechte Jahr 2022 lag endlich hinter uns und die Stimmung war relativ gut und wurde ja auch so ein bisschen antizipiert. Du hast es gerade schon angesprochen, dass die Notenbanken jetzt mit ihren Zinsschritten erstmal durch sind, beziehungsweise das Tempo deutlich rausnehmen würden. Ja, und dann kam der Februar und damit tatsächlich gerade im Dow Jones auch ein Minus von 4,2%. Und das hat dann tatsächlich zu dieser eben schon angesprochenen negativen Bilanz geführt. Da müssen wir mal schauen, ob da tatsächlich dann ja überhaupt diese notwendigen positiven Impulse, die du gerade schon skizziert hast, ob die überhaupt gezündet werden können. Ja, der Dow darf man ja auch nicht vergessen, ist ja schon im Oktober recht stark, Oktober, November recht stark gewesen, hat natürlich ein bisschen vorweggenommen jetzt im Gegensatz zum S&P und zum Nasdaq. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir direkt mal auf den S&P 500. Noch schnell und schauen uns den an. Da war zuletzt die Konstruktion eines Aufwärtstrendkanals möglich, aber auch hier sehen wir, dass die Kurse halt wieder zurückgefallen sind. Auch hier ans Volumenmaximum, also an das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief, das dann hier auf dem Niveau angetragen wurde. Unterstützung momentan? Zusammen mit der 200-Tage-Linie, die Kurse haben auch zunächst reagiert, sind dort wieder nach oben abgeprallt. Das war alles mustergültig, da hat man sich schon gefreut in der vergangenen Woche. Okay, jetzt könnte der Impuls nach oben kommen, klassisches Pullback, also dieses klassische Szenario. Sah ja auch gut aus, aber dann, wie gesagt, gestern der Rücksetzer und der hat das Bild jetzt kurzfristig zumindest wieder eingetrübt. Der Trendkanal spielt jetzt eigentlich keine große Rolle mehr, kann man jetzt eigentlich mehr oder weniger ignorieren. Es wäre denkbar, wenn wir hier natürlich nochmal nach unten durchrutschen sollten, also wenn der Index hier nochmal nach unten durchrutschen sollte, wäre aus charttechnischer Sicht immer noch vorstellbar, dass es hier zu einer großen inversen Schulterkopf-Schulter-Formation kommen könnte. Dennoch, und das möchte ich mal kurz dazwischen schieben, langweilig finde ich es nicht. Und das liegt am folgenden Index, den ich mal schnell aufrufen möchte. Am S&P Pure Value und den S&P Pure Growth gibt es. Und jetzt sehen wir den S&P Pure Growth, also der die Wachstumswerte im S&P 500 berücksichtigt. Und da könnte es doch durchaus so sein, dass wir hier demnächst mal eine größere Bewegung sehen. Wir sehen den Index, der in eine immer enger werdende Range hineinläuft. Das lässt sich in Dreieck konstruieren an der 200-Tage-Linie entlang. Und das spricht doch eher dafür, dass wir hier demnächst mal eine größere Bewegung in die eine oder in die andere Richtung sehen. Das ist richtig, weil das ist dieses klassische Hineinlaufen in die Spitze eines Dreiecks und das wird dann eben aufgelöst, entweder bullish nach oben oder bearish nach unten. Lässt sich im Vorhinein kaum bestimmen, in welche Richtung es geht. Tatsache ist aber, dass zumeist dann in solchen Konstellationen ein ordentliches Bewegungspotenzial aufgebaut wurde. Und das sehen wir jetzt ja auch. Es zieht sich ja jetzt doch schon über einen geraumen Zeitraum, nämlich seit dem Dezember-Top genau genommen. Und das bedingt dann so eben dieses Bewegungspotenzial, das sich da aufbaut und nach oben
oder unten entladen werden kann. Was ich noch erwähnen wollte, war, dass am Freitag noch der Arbeitsmarktbericht kommt. Das könnte auch noch, also sollte man gerade in dieser Woche noch so ein bisschen im Hinblick auf die Wall Street im Auge behalten. Ja, zumal der Fed-Chef ja Jerome Powell ja auch gesagt hat, mit Verweis auf die recht ordentlichen Wirtschaftsdaten zuletzt, ne? Also da wird man definitiv auf den Arbeitsmarktbericht achten. Also Pure Growth Index, Wachstumswerte, interessanter, vor allen Dingen, wenn wir uns nochmal die Value-Werte im Vergleich anschauen. Da sieht es doch ein bisschen trüber aus. Die sind nämlich zuletzt deutlich zurückgekommen. Also charttechnisch bei weitem nicht so schön, nicht so interessant. Also das ist schon mal so ein kleines Indiz, würde ich jetzt auch mitgehen. Wachstumswerte eher bevorzugen. Und damit sind wir natürlich schon beim Thema und können auch gleich mal auf den Nasdaq 100 schauen. Wo haben wir ihn? Auch der ist wieder gleiche Bild, ähnlich wie im S&P 500, an das Volumenmaximum zurückgefallen. Das ist mittlerweile bei an der 12.000-Punkte-Marke zu finden. Auch hier Test der 200-Tage-Linie, auch hier klassisches Szenario. Dann gestern Rücksetzer, 1,2%, sah nicht ganz so schlimm aus wie im Dow. Heute kann das Dezember-Top bei 12.166 zurückerobert werden. Man kann das Ganze hier noch als eine Art Flagge sehen. Man könnte das hier noch mit so einem kleinen Trendkanal einfangen und dementsprechend gäbe es oder es könnte zu neuen bullischen Signalen kommen, wenn die Kurse hier mindestens mal über 12.385 hinauskommen sollten, idealerweise 12.500 Punkte, dass hier auch noch das Top vom Montag überboten wird bei 12.467. Dann hätten die Kurse nochmal Chance, hier nach oben an das Jahreshoch heranzulaufen. Zunächst haben wir aber mit dem Volumenmaximum und der 200-Tage-Linie natürlich eine Unterstützung im Rücken, ähnlich wie im S&P 500. Das ist richtig. Und wenn wir bei deiner Interpretation einer charttechnischen Flagge bleiben, dann könnten wir da sogar im Prinzip ein Aufwärtspotenzial, so denn der Ausbruch auf der Oberseite gelingt, bis in den Bereich des Augusthochs. Das heißt, so bis in diesem Area zwischen 13.500, 13.700 etwa ableiten. Ja, das erinnert hier ja schon im Nasdaq 100 an so eine inverse Flagge. Im Endeffekt hier der Kopf und hier die beiden Schultern. Ist nicht ganz mustergültig, klar, keine Frage. Aber es erinnert doch an eine Bodenbildung, also der Nasdaq 100 versucht sich hier ähnlich wie der S&P 500 auch an einer Bodenbildung. Aber was fehlt, und das haben wir schon im letzten Webinar gesehen, was fehlt, ist einfach nochmal ein Impuls nach oben, also so ein klarer Impuls nach oben. Und das wäre so ein Anstieg über 13.000 Punkte. Also das wäre dann so ein Indiz, okay, das könnte hier tatsächlich zu einer größeren Bodenbildung kommen. Momentan muss man ganz ehrlich sagen, ist das hier nach wie vor eher ein volatiles Quergeschiebe um das Volumenmaximum. Also das, was wir jetzt im DAX gesehen haben, also diese starke Rallye, die haben wir ja im Endeffekt an der Wall Street noch nicht wirklich, auch wenn der Nasdaq recht gut gelaufen ist im Januar. Da ging es ja, wenn ich mich recht erinnere, mehr als 10% nach oben. Aber zuletzt, ja, Februar war dann schon eher mau und auch der März eher, ja, durchwachsen jetzt. Da muss man noch schauen. Also diese Flagge, wenn diese Konstruktion nach oben aufgelöst wird, könnte das vielleicht im Endeffekt der Impuls sein. Dabei stellt sich natürlich die Frage und die auch hier im Publikum, ja, wie erklären sich denn die steigenden Märkte, zumindest hier in Deutschland, in diesem Umfeld? Ja, vielleicht, dass wir uns das dann im Nachgang noch anschauen. Das habe ich jetzt, wir gucken uns jetzt so ein bisschen an. Der DAX geht ja weiterhin stark nach oben. Wir sehen da neue Hochs, aber die USA nicht. Ja, und wie kommt das, ja, dass vor allem auch hier in der Eurozone, wo ja noch höhere Zinssteigerungen geplant sind, wie das zu erklären war oder zu erklären ist in diesem Rahmen? Das ist so ein bisschen die Frage. Warum geht es weiter hoch in Deutschland? Okay, also in dem Zusammenhang, das wollte ich sowieso, ich hatte mir gerade das Mikro schon geschnappt, wollte ich kurz nachliefern, dass wir beim Nasdaq 100 in einer Größenordnung von 11,1% liegen in der aktuellen Jahresperformance. Das heißt also, wir sehen wieder eine Verschiebung und das ist das, was Sebastian gerade schon mit dem S&P Pure Value und Pure Growth gezeigt hat. Wir sehen wieder eine Verschiebung hin zu den Tech-Werten. Man könnte also sagen, Tech is back, so ein bisschen, dass tatsächlich eben der
so sagen wir mal, dieses Aufholpotenzial, das der Nasdaq ja mal zu einer Zeit hatte, dass das doch schon so ein bisschen gewirkt hat. Weil in der ähnlichen Größenordnung sind ja auch DAX, Eurostoxx und die übrigen europäischen Indizes, die wir uns auch noch anschauen werden. Also Eurostoxx beispielsweise liegt jetzt auf Jahressicht, also 2023, 12,8% vorne, der DAX 11,9%. Und der CAC 40, der gerade ein neues Allzeithoch war, glaube ich sogar, erzielt hatte, der liegt bei 13,1% im Plus. Und da sehen wir also, dass die Tech-Werte durchaus von hinten praktisch so ein bisschen auf der Überholspur sind und jetzt an die europäischen Indizes heranlaufen. Naja, ich würde sagen, die Tech-Werte können zumindest, die US-Tech-Werte können zumindest mal mithalten mit den europäischen Werten. Denn was wir sehen, ist ja nicht nur ein starker DAX, wir sehen, sondern auch einen starken Coq-Arron, wie du es gesagt hast, einen starken IBX, Eurostoxx, auch gut unterwegs gewesen. Also wir sehen im Endeffekt starkes Europa. Also wir haben momentan so ein bisschen, da gebe ich dir die Frage, ist richtig, warum steht man in den USA noch auf der Bremse, während man in Europa laufen die Kurse schon recht gut zuletzt. Das liegt natürlich auch zum einen Teil daran, dass es natürlich wesentlich weniger Kapital braucht, um den DAX auch zu bewegen. Also gerade von der Marktkapitalisierung, allein Apple fängt das ja ein. Das ist natürlich ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass alle darüber so ein bisschen staunen, also über diese starke Rallye. Da ist auch einfach dieses Überraschungspotenzial mit da reingekommen, dass die Kurse so stark angezogen sind. Und dann ist das so eine Art auch selbsterfüllende Prophezeiung. Und was man nicht vergessen darf, es ist so ein kleiner Schwenk. Wir haben so einen kleinen Schwenk gesehen. Zuletzt waren vor allen Dingen, also im vergangenen Jahr, waren als Inflationsschutz vor allen Dingen Ölaktien gefragt, eine Chevron auch in den USA. Und das haben wir, da haben wir so einen kleinen Switch gesehen. Also vor allen Dingen hin zu Industriewerten. Der Automobilsektor sehr, sehr stark gewesen. Da werden wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, mit 24% Gewinn, also besser sogar noch als der DAX. Vor allen Dingen, wenn man da mal sich an eine BMW oder eine Mercedes oder jetzt auch Volkswagen, die ja am Freitag ordentlich angezogen haben. Eine Siemens, die gut gelaufen ist. Also industriemäßig ist der DAX ja sehr gut aufgestellt. Davon haben die Märkte profitiert. Hinzu kamen dann noch die Versicherer, die auch in dem Umfeld der steigenden Zinsen gefragt werden. Auch da sind welche im DAX zu finden. Und die Banken waren auch noch mit dabei. Also der DAX war von seiner Konstellation her recht gut aufgestellt. Was auch dazu kommt, ist das Sentiment. Denn die Stimmung in gerade in, was den DAX angeht, die war, was die Anleger betrifft, eher schlecht. Das heißt, das ist ja eigentlich fast schon ein Indiz für steigende Kurse. Ne? Je schlechter die Stimmung, desto höher die Kurse. Und das hat so ein bisschen damit reingespielt, dass nach wie vor, es wird in gerade für Deutschland, für den DAX, wird nach wie vor mit einem Rückschlag gerechnet, wird Rückschlagpotenzial zwischen 10% und 15% beziffert. In USA übrigens sogar noch mehr, könnten es durchaus 20 werden. Und da ist so ein bisschen diese Rallye jetzt, die Rallye, bei der keiner dabei ist. Also das heißt zumindest viele, die immer noch an der Seitenlinie stehen und dann auch so eine gewisse, ja, so ein Kaufdruck eben aufgebaut wird. Wir hatten das mal, du erinnerst dich, mit unserem Dow-Put viele Jahre her und die Märkte stiegen und stiegen und stiegen und alle haben darauf spekuliert, dass doch dieser Markt mal korrigieren muss und er hat einfach nicht korrigiert. Ja, es ist also dieses berühmte Sprichwort, dass die Märkte länger irrational bleiben können als du liquid, ist durchaus was dran. Und das bringt mich zu den US-amerikanischen Märkten. Da war die Stimmung ja, das hatten wir, glaube ich, im letzten Mal auch thematisiert, da war die Stimmung ja bombig. Und gerade da ist aber die Sorge vor einer Rezession ja noch nicht vom Tisch. Also hier galt ja schon die Rezession als abgesagt. Hier wurde ja schon zum Tagesgeschäft übergegangen. Aber diese Gefahr ist in den USA noch nicht gebannt. Ja, hinzu kommt sicherlich auch das Potenzial mit der Öffnung von China jetzt wieder, was natürlich auch den DAX, exportlastigen DAX, natürlich da nochmal anschiebt. Charttechnisch haben wir jetzt auf jeden Fall eine schöne Bewegung gesehen. Wir sehen den DAX. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte sagen, dass ich China grundsätzlich als Risikofaktor sehe. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher auch noch. Okay. Hier sehen wir den DAX übrigens. Und was wir hier sehen, ist auch das Volumenmaximum. Wir sehen zwei Volumenmaximums, wenn man so will. Genau sein wollen, ich stelle mal. Maximal, genau. Das eine ist seit dem Corona-Tief, das andere ist seit dem Finanzkrisentief. Das wäre das Volumenmaximum seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009. Und entsprechend interessant für uns ist jetzt natürlich das Volumenmaximum seit dem Corona-Tief. Hier darf man aber nicht vergessen, das hat sich jetzt durch das Quergeschiebe etwas verschoben, ist etwas nach unten gekommen. Das hatten wir auch schon beim letzten Mal gezeigt. Das nochmal, wenn wir ein paar Tage zurückgehen.
also ein paar Handelstage abschneiden, dann sehen wir, dass es vorher im Bereich von 15.650 Punkten zu finden war, also etwas höher quasi am ersten Top, das wir jetzt hier liegen haben. Also es hat sich ein bisschen nach unten verschoben, deswegen haben wir hier oben noch einen Widerstand, also das im Hinterkopf behalten. War verständlich? Für mich schon. Aber vielleicht lass mich noch kurz hinterher schieben, dass es sich tatsächlich eben bei diesem Level mit dem meisten Handelsvolumen seit, in diesem Fall jetzt hier März 2020, dem Corona-Crash-Tief, dass es sich dabei eben um eine dynamische, ja, Kennziffer handelt, die sich eben verschiebt im Chart. Je nachdem, was die Kurse so treiben, verschiebt sich eben auch dieses Volumenmaximum. Und deswegen lohnt es sich auch immer, das so ein bisschen abzudaten und tatsächlich mal zu gucken, vielleicht wochenweise, wo stehen wir denn eigentlich? Weil sonst könnte man da durchaus manchmal auch eine Überraschung erleben. Genau, die Idee ist einfach natürlich, wo viel Volumen ist, wurden viele Transaktionen getätigt, wo viele Transaktionen getätigt werden, da liegen viele Einstiegspunkte und wo viele Einstiegspunkte liegen, da geht man auch gerne mal auf Break-Even raus, wenn man vorher deutlich im Minus lag. Und das sehen wir jetzt natürlich hier auch, das Level war vorher klar zu identifizieren, hatten wir auch immer schon in den ganzen letzten Webinaren erwähnt, dass dort mit Verkaufsdruck zu rechnen ist. Und jetzt kommt aber die entscheidende Aussage, dass der DAX da oben kleben bleibt, ist doch sehr positiv. Das ist eher ein Zeichen dafür, dass da noch Schwung ist und dass da noch Druck nach oben da ist. Vor allen Dingen, hier wurde ja jeder Rücksetzer aufgefangen zuletzt, was natürlich wieder deine These unterstützt, dass die großen Hände teilweise noch gar nicht dabei sind. Die haben die Rallye einfach zum Jahresanfang verpasst. Dementsprechend steigt man da relativ zügig wieder ein. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein positives Zeichen, dass der DAX sich hier oben halten kann. Und dementsprechend wären hier durchaus Kurse im Bereich von 16.000 Punkten jetzt vorstellbar. Das ist richtig, das haben wir ja gestern gesehen. Das heißt, gestern ging es ja 0,6% nach unten. Gar nicht mal ans Volumenmaximum ran. Aber heute schon haben wir den direkten Konter gesehen, direkt wieder über 15.600. Wie gesagt, kein neues Jahreshoch, aber das können wir unter diesen Umständen durchaus verschmerzen. Der Rebreak bei 15.6 zeigt doch schon die innere Stärke, die wir einfach im Markt im Moment haben. Und da müssen wir tatsächlich eben schauen, dass wirklich, wenn so jeder Rücksetzer gekauft wird, das deutet dann doch darauf hin, dass da eben enormer Druck an der Seite, von der Seitenlinie kommt. Ja, dann auch demnächst Dividendensaison, die losgeht, darf man auch nicht vergessen. Und natürlich mit dem April einen super starken Handelsmonat, den stärksten des Jahres, auch darf man auch nicht vergessen. Also da jetzt rauszugehen, ist saisonal, spricht noch einiges für die lange Seite und mit Blick auf, wie gesagt, die Dividendenzahlung ja auch. Ja, und du hast es vorhin schon gesagt, übrigens der DAX ist im Moment so autolastig wie kaum je vorher, zuvor, zuvor war das Wort, das ich gerade suchte, in seiner Geschichte. Also das heißt, die Autobauer, die haben gerade einen Lauf und das muss man einfach auch so ein bisschen berücksichtigen, dass das möglicherweise nicht nachhaltig ist, beziehungsweise von Dauer, das ist was für den Hinterkopf, das heißt also langfristig ist das mit mindestens einem Fragezeichen zu versehen, nicht zuletzt, weil, ich habe es vorhin ja schon angerissen, Thema China natürlich da immer auch als Damoklesschwert drüber hängt. Du meinst die Konkurrenz jetzt? Ja, und der Absatzmarkt. Achso, okay. Bleiben wir kurz bei der Charttechnik. Oberhalb des Volumenmaximums, das jetzt im Bereich von 15.500 Punkten zu finden ist, 15.775, bin ich bullish. Bleibe ich bullish für den Markt. Da sehe ich gute Chancen, dass wir hier nochmal nach oben steigen. Eventuell vielleicht sogar auf ein neues Allzeithoch, so wie der Kakaron das ja schon vorgemacht hat in Frankreich. Das können wir uns auch mal schnell angeschauen. Da haben wir nämlich ganz knapp ein neues Top erreicht. Dann erstmal wurde das abverkauft, aber auch hier natürlich eine starke Rallye-Bewegung gesehen. Der Kakaron hat, was hat er jetzt zugelegt im Jahr? 13,1%. Also kann da locker mit dem DAX mithalten. Und das trotz geplanter Rentenreform oder was, angepeilter Rentenreform oder? Ja, das ist, wenn Frankreich ist ja also das heißt, Präsident Macron hat ja diese große Rentenreform immer noch so als, ja, wie soll ich sagen, als Hauptthema seiner Präsidentschaft und da läuft ihm natürlich so ein bisschen die Zeit davon. Und traditionell ist natürlich, sind die französischen BürgerInnen wenig einverstanden mit so Plänen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, muss man mal schauen, wenn das jetzt in die Streikwellen geht, inwieweit sich das dann tatsächlich auf die Wirtschaft niederschlägt. Im Moment wird an der Börse zumindest, an der französischen Börse, an der Pariser Börse eine
rosarote Zukunft gehandelt. Ja, neues Allzeithoch ist natürlich erstmal ein Signal. Also das, was jetzt so zu der Stimmung, würde ich sagen, noch nicht ganz passt. Also von der Stimmung her würde ich sagen, stecken wir immer noch eigentlich so gedanklich eher im Krisenmodus fest. Also niemand kann sich momentan wirklich vorstellen, dass die Märkte tatsächlich nach oben ausbrechen. Und das ist ja natürlich dann immer das Szenario, wo was für so eine Rallye dann nochmal befeuert. Ne? Das ist ja immer das, was man dabei hat. Man sucht genau nach den Gründen. Ja, warum steigt es denn jetzt? Warum geht es denn jetzt nach oben? Und die Kurse nehmen Fahrt auf und man schaut eigentlich nur hinterher. Diese Stimmung haben wir ja in unserer Börsenkarriere schon des Öfteren erlebt. Ich erinnere mich zum Beispiel, als die Kurse damals aus der Finanzkrise sich erholt hatten, da war das ähnlich. Ja? Da haben auch alle gesagt, ja, jetzt muss ja schon wieder ein Rücksetzer kommen, weil man gedanklich halt auch noch so im Krisenmodus drin war. Und weil letztlich die Zahlen, das heißt die nackten Zahlen ja auch diese Sprache sprechen und auch diese Aussage stützen würden. Wenn wir jetzt mal genau hinschauen, dann sind wir ja tatsächlich noch nicht durch. Die Inflation beispielsweise ist weniger stark zurückgegangen als erwartet. 8,7 waren es, 8,5 wurden erwartet. Die Kerninflation ist sogar gestiegen, die Kerninflationsrate. Also das heißt, da sind ja tatsächlich noch Programmpunkte oder Problempunkte, ja, die tatsächlich noch nicht gelöst sind und eine solche Rallye zumindest, sagen wir mal theoretisch, gar nicht möglich machen dürften. Aber, und das ist ja das, was ich schon gesagt habe, die Märkte verhalten sich gelegentlich irrational und offensichtlich sind wir in genau einer solchen Phase jetzt, was auch damit zu tun haben könnte, dass wir tatsächlich halt von einem relativ tiefen Punkt, also wenn wir uns jetzt mal anschauen, das ist jetzt der CAC 40, vielleicht kannst du nochmal zum DAX zurückwechseln, wir können auch den CAC 40 als Beispiel nehmen, der hat jetzt seit dem September-Tief hat der 30% zugelegt, der DAX 31,3 und wer natürlich damals eingestiegen ist, ja, der steigt jetzt auch noch nicht aus, das ist vollkommen klar, weil ja, warum? Und das haben wir so ein bisschen nach dem Corona-Crash auch gesehen oder im Corona-Crash-Tief, das haben viele zumindest kurz danach dann als Einstiegspunkt genutzt. Und das ist dann so dieses sich selbst verstärken, du hast gesagt, sich selbst erfüllende Prophezeiung, aber es ist tatsächlich so dieses sich selbst verstärkend eben, da kann tatsächlich noch, und da gebe ich dir recht, der DAX über 16.000 bis ans aktuelle oder amtierende Allzeithoch heranlaufen. Ob das einen tieferen Sinn ergibt, ja, diese Frage darf man sich in dem Fall dann tatsächlich nicht stellen. Ja, dann kommt noch die mediale Berichterstattung dazu. Ich stelle es mir gerade vor, DAX neues Rekordhoch, dann werden wieder neue Leute aufmerksam auf die Börse, ist ja immer so. Das zieht dann wieder Interessenten an und das ist schon also eine gewisse Überraschung. Natürlich, die Gefahren sind aber nach wie vor da, wie du gesagt hast, und vor allen Dingen in den USA. Und was natürlich Bauchschmerzen macht und zu Recht Bauchschmerzen macht, ist eigentlich, dass es ungewöhnlich ist, dass die europäischen Märkte vorweglaufen und die USA danach zieht, weil eigentlich ist nach wie vor die USA der Taktgeber, was die Börsen angeht. Und das ist natürlich was, wo ich auch sage, das ist diese Skepsis, aber genau das ist es. Ne? Die Rosse wird geboren, wie heißt es noch schnell? In der Skepsis. In der Skepsis, genau. Und stirbt in der Euphorie. Ja, richtig. Also momentan muss man sagen, ja, das ist natürlich was, wo es dann natürlich auch nochmal schnell ein paar Prozentpunkte zurückgehen könnte. Aber ich meine, den Schock, da muss man jetzt mal schauen, wie die Märkte das jetzt in den nächsten Tagen noch verdauen und vor allen Dingen auch, wie der Arbeitsmarkt bricht wird. Dass der Schock jetzt vom gestrigen Handelstag, muss man mal gucken, wie lange der noch nachwirkt oder ob die Märkte sich dann auch mehr oder weniger schon daran wieder gewöhnen. Ja, also wir sehen auf jeden Fall im Moment eine Abkopplung. Das heißt, die USA koppeln linksrum, die europäischen, die deutschen Märkte koppeln rechtsrum und da muss man tatsächlich mal schauen, diese Divergenz, wann sich diese Schere wieder schließt, die wird sich voraussichtlich schließen. Wie gesagt, Rückschlagpotenzial wäre jetzt auch da nach dem Lauf. Ich würde es auch in der Größenordnung um die 20% beziffern, allerdings bin ich der Meinung, dass es dafür in der aktuellen Stimmung tatsächlich einen exogenen Auslöser bräuchte. Was ich aber noch, jetzt sind wir wieder ein bisschen rausgekommen, aber was ich noch zeigen wollte, ich wollte ja noch mal schnell zeigen, dass das nicht nur in Deutschland und Frankreich der Fall ist, auch zum Beispiel in Spanien haben wir eine schöne Rallye-Bewegung gesehen.
Auch hier sind die Kurse dran an einem interessanten Level. Erstmal ein neues Mehrjahreshoch. Die 2022er Verluste wurden hier schon wieder ausgebügelt. Nichtsdestotrotz großen Perspektive. Hier der Ausbruch über die Abwärtstrend, gerade aus dem Jahr 2015 gelungen. Auch das erstmal ein schönes Signal. 10.000 Punkte Marke wäre jetzt hier so im großen Bild der Fokus. Ansonsten IBX 35 ist ja sonst nicht so sehr beobachtet in Deutschland. Aber das wollte ich auch mal zeigen. Das ist nicht nur der DAX, auch wenn wir uns den FTSE in Großbritannien anschauen. Auch hier haben wir eine schöne Bewegung gesehen. Auch hier ging es ziemlich weit nach oben. Auch hier wurden entscheidende Widerstände überboten. Und auch das vielleicht nochmal ganz schnell, bevor ich hier das Mikrofon auch gleich schon wieder zur Seite reiche. In Italien sind die Kurse auch schon fast wieder dran am 2022er Top. Also auch hier eine starke Aufwärtsbewegung gesehen. Und gerade Italien ist ja dann doch eine Überraschung, weil es ja immer noch einer dieser Risikofaktoren im Hintergrund ist, der ja immer noch genannt wird, ne? Gab es gerade eine Studie zu und ist ein Hochrisikopatient, könnte man sagen. Ja. Dürfte auch von weiteren Zinserhöhungen betroffen sein. Das heißt, wenn die EZB den Leitzins weiter anhebt, dann dürfte das in Italien möglicherweise ein bisschen wackelig werden. Weswegen ich eigentlich um das Mikrofon bat, war der FTSE, der britische Leitindex, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil das sieht zwar nicht ganz so schlecht aus, hängt aber deutlich hinter den Euro-Indizes zurück, muss man sagen, denn der FTSE hat seit dem Oktober-Tief 18,2% zugelegt. Zum Vergleich, wir hatten beim DAX 31,3, was doch deutlich mehr ist. Und auch die bisherige Jahresperformance ist mit 6,4, zum Vergleich der DAX 11,9, zumindest verbesserungswürdig. Aber die Probleme, die britischen Probleme, die sind natürlich bekannt. Das heißt, die haben sich da ja mit ihrem Brexit eben eine Grube gegraben, in die sie dann tatsächlich auch selbst hineingefallen sind. Und da muss man tatsächlich so ein bisschen, kann dann ein Nachholfaktor werden. Übrigens, apropos Nachholfaktor, das war was ich vorhin noch sagen wollte. Wir hatten ja auch eine Weile, da preschten die US-amerikanischen Märkte vorweg und das gab dann einen Nachholfaktor eben für die deutschen bzw. europäischen Märkte ist auch eine mögliche Erklärung. So, also wie gesagt, FTSE, ja, ne? Ja, da hast du recht. Der hängt ein bisschen hinterher. Hat aber natürlich auch zuletzt dann von den Ölaktien profitiert, ne? Die ja auch in Großbritannien gibt. So, was wollte ich jetzt noch zeigen? Euro Stoxx 50 wollten wir uns noch schnell anschauen. Euro Stoxx 50. Auch hier Sprung übers Volumenmaximum schon geschafft, also seit dem Corona-Tief. Und auch hier sind jetzt die Tops aus dem Jahr 22 und 21 in Reichweite. Also auch hier eine schöne Rallye gesehen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Kurstreiber an, oder? Schauen wir uns mal die Branchen an? Ja, oder ist das nein, so? ich wollte noch schnell einmal auf den Stoxx Europe 600, weil das Pendant zum S&P 500 eigentlich in den USA ist. Und hier vor allen Dingen auf das große Bild zu sprechen kommen, weil wir in den vergangenen Jahren in den Webinaren ja immer wieder besprochen hatten. Ich erinnere mich noch darum, als es hier drum ging 2020, ob wir die 400-Punkte-Marke überbieten. Und da sind die Kurse ja noch drüber. Und im Endeffekt könnte man sagen, dass wir hier ein großes, mit den 2022er Verlusten, ein großes Pullback beziehungsweise eine große Korrektur hier auf dieses Ausbruchsniveau gesehen haben und dass die Kurse dann sich dort wieder nach oben abgedrückt haben. Und das ist auch, wenn man aufs große Bild schaut, ist das hier nach wie vor bullish zu interpretieren. Da hast du recht und das war jetzt auch der Beweis, dass wir hier live auf Sendung sind, weil du mich da überrascht hast mit dem, jetzt schaut er mich ganz groß an, ich wollte doch schon die Kurstreiber und wollte doch schon zu den Automobilen, aber du hast mir hier noch den Stoxx Europe 600 schnell aus dem Hut gezaubert. So, aber dann kommen wir vielleicht jetzt zu den Kurstreibern dieser aktuellen, ja, den würde ich doch ganz gerne mal uns allen zeigen, wenn du den vorbereitet hast und ich bin mir sicher, du hast ihn vorbereitet. Wenn nicht, kann man vielleicht schnell noch aufrufen.
können wir wahrscheinlich. Sind wir dran? Ich kann ja schon mal verraten, dass wir hier tatsächlich seit dem Oktober-Tief 40,8% nach oben gegangen sind. Und das ist fast der Spitzenreiter. Es gibt tatsächlich eine Branche, die war noch erfolgreicher und die kommt dann vielleicht auch noch. Schauen wir mal, ob wir es zeitlich kriegen wir es hin. Okay. Das heißt also, hier sehen wir die Automobile und da sehen wir eben auch diese Bodenbildung, diese erfolgreiche, diesen Abschluss dieser Seitwärtsbewegung und dann eben den Ausbruch. Und jetzt ist tatsächlich, könnte man sagen, sind schon diese alten Tops da oben in Reichweite. Das heißt, das ist so ein bisschen die Zielzone, in die es dann hingehen muss. Und wenn dieser Schwung jetzt noch über ein paar Wochen anhält, dann ist das durchaus auch realistisch. Ja, Automobilsektor definitiv eine Überraschung. Wir hatten ihn ja schon im letzten Webinar besprochen. Da kam ja die Frage, warum wir nicht den Energiesektor besprochen haben, weil der ja interessanter ist. Wenn man sich jetzt aber vergleicht, ja, hatten wir schon eher den richtigen Riecher, da mal eine Autoaktie zu besprechen, anstatt E.ON, weil da ist doch einiges drin momentan an Schwung bei den Automobilwerten. Aber du sagst es schon, wir laufen jetzt im Branchenindex, also im europäischen Branchenindex, langsam an einen Widerstand heran. Ob der so leicht zu überbieten sein wird, darf man dahingestellt sein, gerade nach den jüngsten Kursgewinnen, da könnten auch mal schnell ein paar Gewinnmitnahmen auf den Plan gerufen werden. Was zuletzt kam, waren vor allen Dingen gute Nachrichten von Volkswagen. Wir hatten einen starken Ausblick aufs Geschäftsjahr 2023. Sehen wir hier starke Reaktion gehabt, an einem Tag plus 10%. Das war eine gute Reaktion und dabei charttechnisch übers Volumenmaximum ausgebrochen. Klar haben wir in den letzten Tagen Pullback gesehen, auch das konnte heute erstmal verteidigt werden. Nächster Step wäre jetzt der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal und dann kann man auch hier durchaus von einer Bodenbildung sprechen. Also Volkswagen durch diesen starken Handelstag auf einmal wieder richtig interessant. Vor allen Dingen auch über den GD200 gesprungen, über die 200-Tage-Linie im Zuge dieses Ausbruchs und das ist ja auch ganz klassisch. Ja, so ein Signal, das eben weitere Impulse auf der Oberseite auslösen könnte. Und das ist an sich schon ziemlich irre, weil da ja doch noch die Frage auch mitschwingt, in welche Richtung geht es denn dann eigentlich für die deutschen Autobauer? Das ist ja alles noch so ein bisschen mit mindestens einem Fragezeichen behaftet. Gerade wenn wir uns, ich glaube, Tesla haben wir auch dabei, schauen wir uns auch noch an. Gerade wenn man sich überlegt, wann treffen die sich eigentlich? Wann haben wir da so eine Parität eben auch, was die Preise angeht zwischen den E-Autos und den Verbrennern? Das wird, denke ich, für die nächsten 2-3 Jahre somit die Entscheidungsfrage überhaupt, was die deutschen Automobilindustrie angeht. Ja, im Endeffekt ist es ja für uns, ja, am Aktienmarkt zählt ja das danach, was sind die Zahlen, also welche Zahlen kommen da? Und das war jetzt, das hat man jetzt auch schön am Markt gesehen, da ist diese Skepsis durchaus da, die du gerade beschrieben hast. Und da war man durchaus überrascht. Ich meine, wenn man jetzt einen Kursplus von 10% an einem Tag hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Markt da mehr oder weniger überrascht wurde. Wenn dann doch die Auftragsbücher so voll sind und wenn man doch dann trotz Lieferkettenproblemen, die ja nach wie vor noch anhalten, auch wenn sie zurückgegangen sind, dann doch so volle Auftragsbücher, wie gesagt, hat. Und das spricht doch dann noch da eher dafür, dass der Sektor hier doch eher totgesagte Leben länger, wie man so schön sagt, ne? Ja, solange das keine Zombies sind, soll mir das recht sein. Tatsächlich hat der Sektor 24% in diesem Jahr schon zugelegt und damit ist er tatsächlich der Spitzenreiter. Also das heißt, in Sachen Oktobertief wäre der Bankensektor noch stärker gewesen. Allerdings jetzt im laufenden Jahr kommen die Banken auf 19,2%. Und das ist, wie gesagt, da schlägt Automobile im Moment zumindest fast alles. Aber wie gesagt, zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen. Short wäre jetzt für mich tatsächlich auch mit Blick auf den typisch starken April eigentlich erstmal noch kein Thema, aber man muss hier natürlich damit rechnen, dass man jetzt hier früher oder später auch mal Gewinnmitnahmen sieht. Der Markt ist gut gelaufen. Wenn wir hier ein bisschen weiter auseinander gehen, sind wir jetzt auf ein neues Top seit 2015 gestiegen bei BMW. Das erste Mal wieder mal die 100er-Marke überboten, also auch hier ein erstes Ziel erreicht. Ähnlich stark auch Daimler gewesen. Wo habe ich sie? Mercedes-Benz. War auch gut unterwegs. Auch hier wieder an die alten Tops herangelaufen. Auch hier könnte man so einen Aufwärtstrendkanal konstruieren. Muss man mal schauen. Also, das wird volatiler. Es gibt immer mal wieder Gewinnmitnahmen.
Aber ja, grundsätzlich haben wir hier natürlich jetzt eine starke Erholung gesehen und neue Tops wären dann erstmal das Ziel. Darf nicht vergessen, das Potenzial aus diesem Doppeltief ist jetzt erstmal ausgeschöpft. Ist immer schwierig zu sagen, wo dann nachher tatsächlich so ein Top markiert wird. Wir haben dann hier noch das 2022er Hoch. Aber wenn wir jetzt noch mal den Branchenindex in Erinnerung rufen, auch da laufen wir ja an so ein Widerstandslevel ran. Also ich rechne damit, dass es dann doch erstmal bei den Automobilsektor, dass das so ein bisschen nachlässt, das Aufwärtsmomentum. Ja, das kann sein. Andererseits haben wir ja gerade gesagt, dass der Kaufdruck immer noch relativ hoch ist. Und deswegen ist das eben auch im Hinblick auf die saisonale Stärke, die uns jetzt der April noch oder mit dem April noch bevorsteht, könnte das eben auch durchaus noch, ja, 2, 3, 4, 5 Wochen weitergehen. Aber wollten wir. Ich wollte nur sagen, Ausnahme ist für mich Volkswagen. Da sehe ich doch noch Aufholpotenzial. Okay, dann lass uns. Dann lass uns Tesla schnell anschauen, weil die in dem Zusammenhang natürlich nicht fehlen dürfen, ist vollkommen klar, ist auch im Wochenchart übrigens hochinteressant, wenn wir uns das mal angucken, aber jetzt vielleicht erst das kurzfristig. Ja, Tesla, mehr als 70% zugelegt. Tesla, eine der Aktien, ich glaube, wo man aus dem Verwandtenkreis auch momentan am meisten zugefragt wird, wo auch viele drin sind, muss ich sagen. Also, ja, Tesla über 200er Marke gestiegen, dann jetzt zuletzt wieder nach unten abgedreht. Phänomen, wir haben im Endeffekt eine V-Umkehr ausgebildet, eine V-Erholung. Typisch für so eine V-Erholung, am oberen Ende gibt es eine Seitwärtsphase, auch der Dip passt da durchaus ins Bild. Also es wäre aus charttechnischer Sicht jetzt kein großes Problem, wenn die Kurse selbst nochmal hier an das Novembertief bei 166,19 zurückfallen sollten oder sogar hier nochmal die untere Trendkanalbegrenzung auf den Prüfstand stellen sollten. Auch das wäre sogar nochmal möglich, dass die Kurse dann nach oben abdrehen. Also grundsätzlich erstmal wieder ein positives Bild. Ansonsten muss natürlich hier die 200-Tage-Linie überboten werden. Und dann, du hattest den Verweis schon gemacht auf den Wochenchart. Da haben wir nämlich auch noch eine wichtige Hürde. Ich habe hier so viele Charts vorbereitet, da muss ich mal schauen, wo ich. Ah, da, Tesla-Woche. Da haben wir nämlich hier oben noch die Nackenlinie der großen SKS-Muster, des großen SKS-Musters. Und die müsste dann auch überboten werden, momentan im Bereich von 227 US-Dollar ungefähr. Also das ist hier jetzt nochmal ein wichtiges Widerstandslevel. Ja, und was wir da auch sehen, ist so ein bisschen das, was wir schon von Netflix, Nvidia etc. kennen, dass einfach dieser Spekulationsaufschlag, das heißt, diese gerade eben nach Corona auch diese Kursanstiege, dass die zurückgenommen wurden, dass das abradiert wurde und dass eben danach, klar, auch wieder eine Übertreibung nach unten stattgefunden hat, dass sich das jetzt aber eben möglicherweise auf diesem in Anführungszeichen gesünderen Niveau einpendelt und von da eben dann auch die nächste Erholungsbewegung möglich werden könnte. Aufpassen sollte man allerdings, und vielleicht können wir nochmal zurückwechseln auf das offene Gap, das sich da unten noch befindet, denn das ist ja immer so ein bisschen. Du hattest zwar die Trendgerade erwähnt, aber darunter, direkt darunter, wäre auch nochmal eine offene Kurslücke und dann auch wieder eine Volumenspitze bei 142,50. Und das wäre dann doch bearish zu interpretieren. Also das heißt, wenn es zum Gap Close käme und die Aktie dort nicht nach oben abdreht, sondern eben nach unten durchgereicht wird, dann wäre das kein positiver Aspekt. Ja, wäre auch so mein Level. 142,50 für einen Stop. Hier mit der Volumenspitze, also knapp unter dem Gap, wäre auch mein Level für einen breiteren Trade, für einen breiteren Aufwärtstrade, den man hier, der nochmal interessant wird, umso näher die Aktie hier nochmal zurückkommen sollte. 70% muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich die angesprochene Gewinnmitnahme. Das ist jetzt keine große Überraschung, wenn die Aktie dann nochmal 10, 20% wieder nach unten dreht. Ja, wobei die sind auch letztlich wieder nur eine Gegenreaktion auf die übermäßigen Verluste im Vorjahr. Also das heißt, das muss man immer alles so ein bisschen, ne, das ist auch eine dynamische Geschichte. Und natürlich hatte Tesla war mit der schlechteste Wert im vergangenen Jahr. Und nachdem die auch schon, war das 2021, 700% zugelegt hatten. Also das war das, was ich vorhin meinte, eben diese Übertreibung nach oben, die dann wieder zurückgenommen wird. Ärgerlich für den, der drin ist. Aber wie gesagt, das gehört dazu, dass es gerade eben bei solchen gehypten Titeln ist, das kommt das immer wieder mal vor. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass mir die, wenn wir gerade schon nochmal bei den großen Tech-Werten in den USA sind,
dass mir die anderen großen Werte nicht so gefallen, Ausnahme Apple, kommen wir gleich zu, aber nochmal schnell vielleicht einen Blick auf Amazon. Amazon doch sehr schwach nach den Zahlen, also da ist wirklich so ein bisschen, nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, die Quartalzahlen, die ja doch eine Enttäuschung waren bei Amazon, ist da so ein bisschen die Luft raus, was diese Erholungsfantasie angeht, die Aktie wieder so abgebröckelt im Endeffekt, rutscht hier langsam wieder in Richtung Volumenmaximum, das ist zu finden im Bereich zwischen 88 und 89 US-Dollar. Also die gefällt mir gar nicht so charttechnisch, da müsste man jetzt hier schon über die 100er-Marke, müsste die Aktie schon über die 100er-Marke ausbrechen, um hier neue Impulse zu setzen. Und das Ähnliches gilt auch für Alphabet, auch hier, auch ja einen der großen Werte, auch eher schwach unterwegs. Hier haben wir mal so eine kleine Aufwärtsreaktion gesehen, aber wenn wir diesen Abverkauf auch hier nach den Zahlen uns vor Augen führen, das war auch eher kritisch zu sehen. Also hier müsste schon auch die 100er-Marke und die 200-Tage-Linie überboten werden. Sieht alles nicht so schön aus. Gleiche gilt für Microsoft, die ja richtig gut unterwegs war zunächst nach den Zahlen. Das machen wir jetzt gerade schnell im Schnelldurchlauf. Ist wieder an die obere Trendkanalbegrenzung zurückgefallen. Dabei nochmal an die 200-Tage-Linie. Auch hier eher momentanes Bild auch neutral, ganz muss man neutral zu werten. Wir sehen Seitwärtsbewegungen um den GD 200. Den Schwung konnte die Aktie zunächst nicht mitnehmen und müsste jetzt im Endeffekt das Dezember-Top nochmal überboten werden. Ja, das ist so ein bisschen, da ist der Chat-GPT-Effekt schon so ein bisschen verpufft, relativ zügig. Man muss vielleicht zu diesen Big-Tech-Werten auch dazu sagen, dass natürlich im Moment auch so das Geschäftsmodell so ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Also das heißt, Amazon, Alphabet, da stellt sich dann die Frage, ja, wie geht das eigentlich weiter? Was kommt denn da als nächstes? Und Apple darf man auch nicht vergessen, profitiert natürlich auch von den eigenen Aktienrückkäufen. Da ist nämlich Apple ganz vorne mit dabei. Und das stützt zumindest natürlich auch den Kurs. Ansonsten ist, wie gesagt, auch da wird ja schon die eine oder andere Stimme laut, so von wegen, ja, habt ihr noch was anderes als iPhone, ne? Weil das Auto ist ja jetzt noch nicht und das ist alles so ein bisschen. Stimmt, das Auto. Nein, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir im Silicon Valley so, ich will nicht von Krise sprechen, aber es ist doch so ein bisschen der Lack, ne? Dieser Lack, dieser glänzende, dieses alles ist möglich und es geht nur nach oben. Das ist so ein bisschen, zumindest sind da so die ein oder anderen Kratzer vielleicht zu sehen, kann man so nennen. Ja, cool. Das Thema war ja zuletzt künstliche Intelligenz. Du hattest es ja schon erwähnt, den Chatbot. Das war das Thema, wobei da viele Analysten auch Nvidia auf dem Schirm haben, die davon profitieren könnten von dieser Entwicklung. Können wir uns gleich ja nochmal schnell die Aktie anschauen. Ansonsten möchte ich kurz nochmal bei Apple bleiben. Hier fehlt eigentlich nicht allzu viel, um hier doch durchaus ein bullisches Chartbild wiederherzustellen. Und es müsste im Endeffekt einfach über das Top vom Oktober hinausgehen bei 157,50. Das müsste jetzt überboten werden. Und dann könnte es hier an die obere Abwärtstrendgerade, späte Stunde, also an die Abwärtstrendgerade aus dem vergangenen Jahr, nach oben gehen, 165 US-Dollar, wenn hier der Break gelingen sollte, würde sich das hier im großen Bild doch schon wieder sehr bullisch gestalten, das Chartbild. Also Apple durchaus noch charttechnisch könnte positiv werden, momentan noch neutral zu sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, Microsoft und Alphabet und Amazon, die gefallen mir momentan nicht so. Sollte nur schnell Nvidia anschauen, ne? Ja, du hast es zumindest angekündigt. Ja. Ich musste wieder suchen. Da ist er. Nvidia zuletzt stark unterwegs gewesen. Zahlen waren auch recht gut. Erholung. Man könnte hier schöne inverse Schulterkopf-Schulterformation. Wurde bullisch aufgelöst. Potenzial dürfte noch so ein bisschen in den Bereich von 265, 270 US-Dollar reichen. Haben wir schön Bodenbildung gesehen. Die Aktie erholt sich, nachdem wir im vergangenen Jahr hier deutliche Verluste, eigentlich ging es ja schon November 21 los, deutliche Verluste gesehen haben. Große Abwärtsbewegung, einer der schwächsten Werte, fast bis an die 100er-Marke ran. Wie gesagt, jetzt hier durchaus eine Bodenbildung vorhanden. Die Aktie geht wieder nach oben. Ich glaube aber eher, dass das hier dann in so eine breitere Seitwärtsphase erstmal übergeht zwischen 280 und 200. Also das wird hier wirklich eine breite Range wahrscheinlich sein, bevor wir hier tatsächlich nochmal an das Allzeithoch heranlaufen sollten.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen, also ich sage ja Übertreibung gegen Übertreibung, ne? Da muss man da tatsächlich auch so ein bisschen der Blick zurück übrigens, das haben wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal schon mal erwähnt, dass es sich durchaus lohnt, auch mal in den Wochenchart eben zu blicken, ein bisschen größeren Zeitraum sich anzuschauen, weil da sieht man dann tatsächlich Trendbewegungen eben, die dann so ein bisschen auch erahnen lassen, wo es denn hingeht. Und wenn wir so eine Übertreibung wie eben bis zum Allzeithoch sehen, dann war tatsächlich relativ klar, dass die Kurse von diesem Niveau aus zurückkommen würden. Und das eben, da sind wir eben dann bei dem Stichwort auch Gewinnmitnahme etc. etc., eine entsprechende Übertreibung nach unten stattfinden könnte. Ja, das ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass wir hier im Webinar natürlich auch das bisschen größere Bild darstellen müssen. Bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt im Intraday-Chart die Volumenverteilung anschauen und was im DAX sehr schön ist zum Traden. Aber das bringt ja nichts, wenn wir dann sagen können, morgen früh ist der Widerstand da und dann, ja, das muss ja ein bisschen auch mit einem anderen Zeithorizont, also wenn man hauptsächlich Positionstrading geht es ja hier. Wir wollten dann noch auf Gold schauen, ne? Also Inflationsschutz Gold, dazu aber nochmal kurz vorweg. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorbereitet habe. Muss man schnell schauen. Ich wollte noch eine Aktie nochmal vorstellen. Das ist Airbus, fand ich recht interessant. Ja, passt nicht ganz ins Thema, aber die läuft momentan auch recht gut. Ausbruch nach oben. Kleines Art-Dreieck, das kann man jetzt mal im Auge behalten hier. Wenn hier der, heute hat es nicht geklappt mit dem Ausbruch nach oben, aber das sollte man mal in den kommenden Tagen nochmal im Blick behalten. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man hier vielleicht nochmal ans Vor-Corona-Top heranläuft aus dem Jahr 2021, dann wäre dieser große Rücksetzer auch endlich aufgehoben. Das Ganze hier eine Zwischenkonsolidierung mit dann vielleicht Potenzial nach oben. Das vielleicht nochmal nebenbei und richtig gut gelaufen. Da sind wir auch schon beim Thema Inflationsschutz, warum Gold nicht so läuft. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht eher darum, wer profitiert von steigenden Zinsen. Da haben wir zuletzt die Banken gesehen, während wenn man so an der Börse fragt, welche Aktie ist jetzt ein Inflationsschutz, da ist man eher bei den Ölaktien. Das ist in erster Linie sind die Ölaktien. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Aktien profitieren vor allen Dingen von steigenden Zinsen, dann sagst du mir wahrscheinlich Banken und Versicherung. Da sage ich Bank und Versicherung und freue mich, dass die Commerzbank zurück im DAX ist. Denn das ist ja auch, wir erinnern uns, sie musste damals für dieses Unternehmen aus Aschheim Platz machen und dessen Geschichte dann auch unrühmlich endete. Aber wie gesagt, die Commerzbank ist wieder da und profitiert natürlich maximal von den steigenden Zinsen. Das ist klar, hat er sehr gute Zahlen gehabt und wir sehen auch einen sehr guten Lauf, Kursentwicklung durchaus beeindruckend. Allerdings, danke für das große Bild. Das meine ich damit. Es lohnt sich immer mal ins große Bild zu gucken. Da ist dann noch so viel Luft nach oben, dass wir also das Kursniveau von vor der Finanzkrise voraussichtlich in Bälde nicht erreichen werden. Ist aber trotzdem ganz interessant, eben zu schauen, wo kommen die Aktien eigentlich her? Und wir sehen jetzt auch ein Potenzial, dass es also durchaus in den Bereich um 14 Euro gehen könnte. Könnte, wie gesagt, fix ist da nichts. Das sieht eher aus, als ob da unten auch noch ein Gap geschlossen werden müsste. Das heißt also Rückschlag, ja, ich sage jetzt mal 10, 50, 10 Euro sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Schwierig, also auf alle Fälle gut gelaufen, wie die Autobauer auch und vor allen Dingen gut gelaufen, wie, okay, die zeige ich noch schnell, weil sie auch viele im Depot haben, müssen wir sie mal aufrufen, auch gut gelaufen, wie die deutsche Lufthansa, die ist ja Ich auch dachte, du quasi, kommst jetzt mit der Telekom. nee, in den Steigflug übergegangen, Telekom haben wir schon zu oft angeguckt, auch in den Steigflug übergegangen, aber wie gesagt, da sind natürlich Gewinnmitnahmen jederzeit möglich, man darf nicht vergessen, wo die Werte herkommen, größte Mitreisebranche war ja mit größte Verlierer, was Corona-Maßnahmen anging. Die ganze Öffnung, Lockerung, auch China jetzt Lockerung, das treibt die Kurse an. Ganz schwer zu sagen, wo da ein Top gefunden wird. Das kann, wie gesagt, auch weiter hochgehen, als man denkt. Würde ich da jetzt noch einsteigen? Sicherlich nicht. Wäre jetzt nicht mein Trading-Stil, in so einem Trend nochmal aufzuspringen. Das muss aber jeder selber wissen. Im Endeffekt, ich halte es auch eher für wahrscheinlich, dass wir hier nochmal ähnlich wie bei der Commerzbank auch dann mal den einen oder anderen Rückschlag sehen, einfach bedingt durch Gewinnmitnahmen dann. Ja. Aber dann nochmal jetzt schnell zu Gold, bevor hier die letzten 5 Minuten auch noch verstrichen sind. Das vergeht ja heute wie im Flug.
Gold. Wo habe Ihr habt auch ich's? echt eine Masse an Zeug dabei, aber Ja, und vor allen Dingen, das ist noch längst nicht alles. ich hätte noch eine ganze Menge im Petto. Also Gold zuletzt schlecht gewesen. Wir waren ja eher immer kritisch, was Gold zuletzt anging. Hatte profitiert eben von diesem Umfeld, ja, dass die Zinsen jetzt wahrscheinlich nicht mehr so stark steigen, also dass die Inflation nicht mehr so stark bekämpft wird, will ich sagen. Und was dann natürlich dazu führen würde, dass die Zinsen nicht mehr so stark steigen. Und jetzt hat sich im Endeffekt gezeigt, vielleicht ein bisschen früh gewesen, ein bisschen früh gewesen, und die Kurse kommen entsprechend dann auch nochmal ein Stück zurück. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal an die 200-Tage-Linie heranfallen könnten. Also das wäre jetzt keine große Überraschung. Bullish ist es nicht zu sehen. Auch gerade der jüngste Rücksetzer jetzt wieder in der vergangenen Woche, in dieser Woche muss man ganz klar sagen, ist jetzt auch erstmal bärisch zu sehen. Also ich rechne eher damit, dass wir hier nochmal die 200-Tage-Linie testen. Und da könnte man dann durchaus aus Trading-Sicht nochmal einen Long-Trade probieren mit dem Engstop. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich immer so ein bisschen da oben dieses Geknäuel da bei 1940, etwa 1960. Das ist so ein Bremsbereich, der einfach immer wieder Schwierigkeiten macht. Und das, ja, war diesmal jetzt wieder nicht anders. Und da ist durchaus damit zu rechnen, dass wir jetzt eben erstmal wieder durch so ein Tal laufen müssen. Du hast das gesagt, 200-Tage-Linie halte ich auch für realistisch. Wahrscheinlich sogar ein Dip darunter. Muss man auch so ein bisschen auf die Saisonalität schauen. Und eben, wie sich das Marktumfeld, das sonstige Marktumfeld entwickelt, weil das kann natürlich auch ganz schnell wieder nach oben gehen, wenn entsprechende Impulse ausgelöst werden. Vielleicht schauen wir uns aber in dem Zusammenhang auch Silber noch an, falls du es dabei hast, oder wolltest du was anderes sagen? Ja, ich wollte schon sagen, also Long-Seite natürlich noch, man könnte einen Trade probieren oberhalb von 1860, aber was du gerade angesprochen hast, finde ich auch ganz interessant. Wäre jetzt auch meine Taktik, einfach noch ein bisschen warten und dann, wenn die Zinsen dann irgendwann tatsächlich nicht mehr steigen, dann versuchen, eine Chance zu sehen. Ansonsten charttechnisch könnte man sagen, okay, über dem Top vom Montag, also über dem aktuellen Wochenhoch, könnte man einen Long-Trade probieren, dass dann vielleicht nochmal was geht, aber bullish ist das hier, das Setup Hey, definitiv nicht. ganz, was ist die 200-Tage-Linie? Entschuldigung, was ich da reingrätsche, aber das ist direkt eine Frage. Welche von den dreien ist die 200-Tage-Linie? Ach so, okay. Die einfache Linie, die dunkle schwarze Linie, das hier ist die 200-Tage-Linie. Die etwas Das ist dünnere, nicht die einfache, das ist die fette. genau, das ist die dünne Linie, ist die 100-Tage-Linie, und die etwas gestrichelte Linie ist die kurzfristige 50-Tage-Linie. Also quasi nach Wichtigkeit sortiert. Genau. Ja, das ist, wenn du es täglich siehst, das ist dir immer klar, ne? Also das ist, weil das bei uns immer so das Schema ist. Aber jetzt suchen wir nochmal schnell Silber auf. Wo haben wir es? Genau. Silber schon wieder unter der 200-Tage-Linie. Hier ist im Endeffekt die schöne Bewegung, die wir zuletzt gesehen haben, wieder abverkauft worden. Es ging nicht über die 25er-Marke hinaus. Das ist ja durchaus so ein Bereich, den haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen. Damit haben wir jetzt hier auf der Oberseite einen klaren Triggerpunkt vorliegen. Das ist im Endeffekt das Top hier im Bereich von, ja, 25, kann man sich hier grob merken. Wenn es hier rüber gehen sollte, dann wäre es bullish. Ist natürlich jetzt ein ganzes Stück wieder in die Ferne gerückt, unter der 200-Tage-Linie, klar unter der 200-Tage-Linie. Charttechnisch klar bärisch zu sehen, muss man ganz klar sagen. 20er-Marke könnte nochmal interessant sein für einen kurzfristigen Dip nochmal darüber. Aber ansonsten, ja, das ist auch eher so Intraday und dann gucken, was passiert, kommt Bewegung rein und dann Stop schnell auf Break-Even nachziehen. Aber ansonsten bin ich hier ganz ehrlich, momentan eher skeptisch, was Silber angeht. Da war die Abwärtsbewegung doch wieder recht deutlich, die wir hier zuletzt gesehen haben. Ja, das ist richtig. Das sieht man auch so ein bisschen an der Kurve, die 50-Tage-Linie, die schnell laufende 50-Tage-Linie da oben beschreibt. Das heißt, wenn die so nach unten wegbricht und wir sehen das auch im März, April vergangenen Jahres, wenn wir da mal kurz nach links schauen, vielleicht kannst du es mit dem Cursor kurz. Ja, reicht schon, danke. Da sehen wir auch so eine ähnliche Kurve, die 50-Tage-Linie da beschreibt und danach kam es eben auch zu so einer
Ja, ausgeprägten Korrektur kann man sagen, ausgeprägten Sommerkorrektur, die ihre Tiefs eben tatsächlich dann auch erst Ende August, Anfang September gefunden hat. Und man kann jetzt natürlich nicht sagen, das ist eine Blaupause für den Kursverlauf in diesem Jahr, aber man muss es zumindest im Auge behalten. Und auch da sieht man eben, dass es durchaus Sinn macht, diese Durchschnittslinien zumindest im Blick zu behalten, ob man sich dann tatsächlich daran hält oder seine Trading-Entscheidung danach ausrichtet. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber es macht auf jeden Fall Sinn, die Bewegung dieser Trendlinien im Auge zu behalten, denn das gibt doch oft einen Anhaltspunkt, einen ersten Anhaltspunkt zumindest für die mögliche Kursentwicklung. Also So, wenn und es jetzt so sind wir, schlecht mein Gott, ist, ich sehe gerade, dann das ist war die das immer punktigste Punktlandung, die wir jemals hingelegt hätten. eine Wenn Frage. du nicht noch. Nein, ich habe keine Fragen mehr. Deswegen, wir Wund lassen es bei der punktigsten Punktlandung. Also das war wirklich, also der Satz hat wirklich fast in der Sekunde aufgehört, als meine Uhr umgesprungen ist. Ja, ich habe es auch Ja. gerade gesehen. Das war. Vielen Dank dafür. Also ich bedanke mich und auch hier die Zuschauer und Zuhörer bedanken sich recht herzlich für die Analysen. Ihr habt hier wirklich viel Material durchgehauen heute. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wenn Sie, liebe Zuschauer, mehr davon sehen wollen, kommen Sie oder melden Sie sich an bei uns bei SG Active Trading. Nächste Woche ist Feingold Research wieder hier. Und das letzte Wort überlasse ich dann doch den beiden Referenten. Ja, das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Es ist tatsächlich so, uns hören Sie, ihr wieder ich glaube, am 12. April, der Mittwoch nach Ostern, sage ich jetzt einfach mal so. Ich liefere die Informationen dann auch nach. Es war wie immer sehr toll, dass wir hier sein durften. Holger, dir vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank ins weite Rund. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass Sie da waren. Es war eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und bis dahin sage ich, machen Sie es gut. Ciao, Servus und Tschüss. Da schließe ich mich nahtlos an. Schönen Abend. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.